Hiho und willkommen, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur nächsten Runde von Castle Story. Ja, wir haben mal wieder ein neues Projekt, Castle Story, vor. Worauf sich sicherlich einige schon freuen werden. Wieder ein Sandbox-Projekt. Ja, für dieses Projekt habe ich mir mal was Besonderes überlegt und wir brauchen dafür eine Map mit sehr viel Platz. Also Helix passt da schon mal nicht, weil da, wenn ich mir so ansehe, sind da sehr viele Bobbles, die wir erst abbauen müssten. Sieht man auch hier schön auf dem Bild. Die Wüste hatten wir das letzte Mal, also nicht unbedingt. Das hier sieht mir auch ehrlich gesagt zu hügelig aus. Das hier sind mir zu viele kleine Inseln, die nichts bringen. Das wäre vielleicht was so im Zentrum. Die Map hatten wir, glaube ich, ja, hatten wir für unsere Conquest-Runde. Die sieht mir zu hoch und tief aus. Invictus auch eher. Pineburg, da steht schon bereits eine Burg. Kolibri, ja, ist mir zu lang gezogen. Die werde ich wahrscheinlich für Zuma entscheiden, weil man sieht hier auf dem Bild, dass es schön viel gerade Fläche gibt, bevor da hinten die Felsen kommen. Ich hoffe mal, wir starten hier im oberen Bereich. Rosie Valley. Ja, nicht unbedingt. B-Set Lights Out. Nee. Rosie Valley. Das Loch in der Mitte ist unpraktisch. Exile sieht auch zu verwinkelt aus. Das hier ist noch viel mehr. Nova. Quasar. Auch nicht so wirklich. Kairos sieht noch recht schön groß aus, aber wenn man sich hier so ansieht, auch viel zu uneben. Big Island erst recht. Apex würde noch schön aussehen, aber wenn man sich hier das Bild so ansieht, wahrscheinlich seht ihr es nicht ganz so gut, sind da hier in der Mitte so vier komische Auswuchtungen, die das Ganze da wieder unpraktisch machen, finde ich. Und Trouble Teams, nee, auch nicht genug. Wir probieren es also mit Zuma. Und lassen uns mal eine neue Welt generieren. Und dann hoffen wir entweder, dass wir da oben starten. Oder eigentlich hoffe ich es nicht, weil dann ist uns unser Kristall eigentlich im Weg. Ich hoffe, dass wir unten starten. Dann können wir nämlich oben alles schön platt machen. Wieder sehr viele Stockpiles errichten. Alles abgraben. Grad machen. Ja, also wieder ziemlich viel Arbeit erstmal, bevor wir an die eigentliche Burg gehen werden. Weil wir brauchen ja eine Grundstücksfläche, sag ich jetzt mal. Und ja, während wir im letzten Projekt eigentlich nur eine Standardburg gebaut haben, mit ein paar netten Gimmicks wie einem Außenturm, Katapulten und einem Bergfried, habe ich dieses Mal was Spezielleres vor. Mal sehen, ob man das in diesem Spiel so umsetzen kann. Ist nämlich doch ein bisschen außergewöhnlich, muss ich zugeben. Ja, Entering World, das dauert wie immer etwas länger. Und ja, ich verrate noch nicht, was ich vorhabe, weil ich will die Spannung nicht kaputt machen. Yay. Ja, die schönen Wartezeiten. So. Super Sandbox. Den Beginner's Guide, den machen wir mal zu. Und ja, wir haben Glück, wir starten hier unten. You need more empty stockpiles. Hä? Ist interessant. Und ja, es ist doch relativ, also waldig. Und ziemlich groß, viel.
Und ja, hier ist eigentlich nicht genug Platz für das, was ich vorhabe. Ist die Frage, tragen wir hier wirklich alles ab oder... Ne, wisst ihr was? Return to Main Menu, Leave Game. Wir gucken uns doch mal die andere Map an, die ich meinte. Mit dem in der Mitte. Also Sandbox. Das wäre dann in dem Fall Apex. Ich hoffe mal, dass das hier in der Mitte wirklich einigermaßen gerade ist. So habe ich langsam echt keine Ahnung, welche Insel wir nehmen sollten. Go, Entering World, 90%. Geht etwas schneller dieses Mal scheinbar. Hätte vielleicht nichts sagen sollen. Dumm, die dumm. So. Ah, super. Also ja, es scheint hier ein Krater zu geben. In dem auch noch so ein Steinchen steht. Also auch unpraktisch. Und ja, ich hätte mir vielleicht die... Maps vorher ansehen sollen. Gut. Dritter Versuch. Alles für die Wissenschaft. Helix sicher nicht. Den auch nicht. Hier sieht es mir auch viel zu uneben aus. Arebico nicht wirklich. Wimperletz auch nicht. Nehmen wir doch Zuma halt und machen uns die Mühe, hier eines einfach mal grad zu machen. Außer Kombori wäre schön eben, aber sieht auch nicht so wirklich eben aus. Kairos auch nicht. Big Island erst recht nicht. Apex hatten wir gerade. Und die erst recht nicht. Also ja, das da hinten wird so einer von den beiden Zipfeln sein. Und die beiden Zipfel hier und hier. Ansonsten könnte das recht gerade sein eigentlich. Komm, wir gucken noch in Kombori rein. Wir müssen ja im Sandbox, wie gesagt, die Burg nicht direkt beim Kristall errichten, sondern können sie auch am anderen Ende der Map errichten. Ich hoffe einfach mal nur, dass wir hier jetzt Platz haben für... Tröd. Einen riesigen Bauplatz. Oder ob uns da auch wieder Monolithen im Weg stehen. Na, es stehen uns nicht ganz Monolithen im Weg, aber die Fläche ist auch wieder zu klein.
Also ja, es wird uns dann Monolithen im Weg stehen. Sehr schön. Okay. Gut, haben wir die ersten 10 Minuten rumgesucht. Bleiben wir bei Super. Dann machen wir halt, fällen wir halt alle Bäume so gut wie es geht. Haben halt dann noch mehr Stockpiles. Vor allem brauchen wir sehr viel Stein. Also Stein und nicht Bricks. Bricks werden wir auch brauchen. Okay, I'm ready. Den Beginner's Guide können wir dazu machen. Und ja, wenn man sich so ansieht, geht's eigentlich fast schon. Halt doof, dass es da ein bisschen runter geht, aber ist halb so wild. Oder ja, anstatt alles abzusenken, können wir es auch höher machen. Das stimmt allerdings auch wieder. Gut. Gut, wie fangen wir am besten an? Also hier oben haben wir viel Fläche und wie ich gesagt habe, wir machen es alles höher, nicht niedriger. Wobei wir fürs Höhermachen viel mehr aufschütten müssen. Also dann machen wir es niedriger. Auf die Höhe hier. Also, wir brauchen Stockpiles. Jede Menge Stockpiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war nicht so geplant. So. Stockpile. Stockpile. Noch mehr Stockpile. Klötze. Und da geben wir mal Großrodung. Also erstmal muss alles an Holz weichen. Wir sollten natürlich auch auf OK drücken, dass sie loslaufen zum Holz will. So, da sind sie schon unterwegs. Also ja, stellt euch schon mal auf ein längeres Projekt ein.
Weil allein schon, bis wir den ganzen Wald gerodet haben, wird es eine Weile dauern. Bis wir dann alles auf eine ordentliche Höhe gebracht haben, wird es auch noch eine Weile dauern. Ja, mehr Stockpiles werden benötigt. Also ja, auch das hier muss weg. Oder sollte besser weg. Und sollten wir uns wirklich dann die Höhe hier als Vorgabe nehmen. Ja, mal sehen, wie intelligent die KI gerade beim Bauen ist. Geht er jetzt wieder zurück? Nein, er baut weiter, ey. Sehr schön. Und irgendwie ist mir das noch nie aufgefallen, dass immer drei Bretter angezeigt werden auf dem Hackpflock, obwohl nur eins noch drauf ist. Also ja, hier alles auf eine Höhe zu kriegen, wird dauern. Wenn wir wahrscheinlich trotzdem bei unserem Hauptgebiet, Hauptteil auch Stockpiles errichten. Okay, die beiden Bäume sind eigentlich im Einzugsbereich. Ah, nicht mehr lang, dann haben wir unseren nächsten Quicktorn. Also ja, erstmal hier das Ding entfernen, würde ich sagen. Dann hier drüben entfernen. Wir haben halt leider keine Bagger, mit denen wir schnell arbeiten können. Haben wir Brickfords. So, noch ein blaues Funkelchen und wir haben unseren sechsten Brickford. Wir haben langsam mehr Stockpiles. Und ja, hier Holzfällen wird interessant.
Ey, sie bauen weitere. Bis bald. Subi. Und noch mehr Holz wird gehackt. Und wir können unseren nächsten Big Turn holen.